Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Testaufnahme mit Dextry, ob das funktioniert, sieht leider nicht gut aus gerade. Das Beste hoffen. Vorhin hat es tatsächlich mal geklappt. Vielleicht muss ich wirklich vom ist halt auch blöd, muss ich halt den Anfang rausschneiden. Ah, mal gucken, was das noch wird. Okay, also wir haben jetzt hier den Abteilungsleiter mal erledigt. Scheinbar ist hier noch irgendwo... Ja. Hey, ich dachte, du wärst tot. Danke. Sei meins. Lass uns das Labor checken. So, das war ein hartes Stück Arbeit. Wir aufmachen? Ja, cool. Da will ich aber später erstmal hin. Aber dafür, wie gesagt, war jetzt... ihr habt jetzt keinen Fehlversuch mehr drin gehabt. Ich habe halt einfach nur die Gegner jetzt nochmal weggehauen. Vorher. Und als ich ihn dann erledigt hatte, dachte ich mir dann doch, dass... ich denke mal, allzu viel kann jetzt nicht mehr kommen. Immerhin konnten wir noch ein bisschen heilen dann. Okay. Jetzt schauen wir mal rein. Mit sofortiger Wirkung schaffe ich eine neue Abteilung. Dimensionsforschung im Forschungssektor. Dorthin gebe ich den Dia-Projektor. Sie wird Mittelpunkt meiner Arbeit. Der Standort Ordinary bleibt bestehen. Wir gehen zurück. Ich weiß nicht wann. Darling hat den Projektor zum Forschungssektor gebracht. Er hat eine eigene Abteilung dafür geschaffen, wusste also, dass es wichtig war. Die Dimensionsforschung. Das ist unser nächstes Ziel. Alles klar, finnischer Tango. Sehr gut. Das heißt, wir haben das soweit durch und ein dunkler Ort. Schauen wir den nächsten. Also was davon ist, die Hauptnebenmission ist, werden wir erfahren. Ich glaube, finnischer Tango war Hauptmission. So wie das aussah. Achso, genau. Ich hatte hier irgendwo noch was aufleuchten sehen. War das bei dem Auto? Ja, tatsächlich, genau. Albumcover. Ah ja, Sons of Asgard. Ja, kennt man ja schon aus Alan Wake. Mit ungefähr 9 habe ich das Old Scott Album von Papa gefunden, bin sofort großer Fan geworden. Jesse Faden. Jo. Sehr schön. Hat man sonst noch was an Sammelobjekten da? Nö. Nur die Mission jetzt. Die Schmetterer-Taktik haben wir erledigt. Gut. Ja. So, der finnische Tango. Was war der dunkle Ort? Sektorenlift. Ja, alles klar. Das ist halt die Frage, was macht man jetzt als nächstes? Vielleicht die Nebenmission hier weiter. Vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, glaube ich, oder? Andererseits würde ich, glaube ich, ganz gern vorher mal speichern. Also wieder hier bei der Drehscheibe, alles klar. Ich denke, notfalls können wir hier auch einfach hochfliegen, ne? Gut, da wir eh hier rüber müssen.
Ja. Ruhig dich mal da unten. Dann begeben wir uns mal nach oben. Ja, ich denke, Bridge Operator ist die beste Version. Einmal hoch. Kannst du da gerne mal rummachen? Muss man eh zur Geschäftsleitung wieder zurück. Aber wie gesagt, hier können wir speichern, die Mission noch abgeben. Achso, wir können noch was Neues holen. Ja, komm. Explosives hier schon war so ohne. Ja, das sollte echt gehen. Die sind ja One-Shot. Mehr oder weniger. Was kann ich denn mit den 5 Punkten machen? Das ist überleben oder mehr Leben? Ich glaube mehr Leben. Sehr schön. So, das war die isolierte Verwahrung. Dann gehen wir nochmal zur zentralen Geschäftsleitung. Was Neues zu erzählen? Ich schicke ein Team, um diese Information von Langston einzuholen, Sir. Was sagen wir, wenn er fragt, warum? Sagt ihm, dass das Zischen sich als Geräusch überträgt und dass alle Gegenmaßnahmen für ähnliche gewandelte Objekte in Betracht gezogen werden müssen. Mann, dass ich mal in der Geschäftsleitung arbeite. Na, was sagst du jetzt, Mami? Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Ja, scheinbar schon. Wieso habe ich diesen Job bekommen? Gut, Wo zur Hölle ist Marshall? Ja, stimmt, hier war der Lift. Willkommen zurück, Direktorin. Im Fahrstuhl wurde es stockdunkel. Da war irgendetwas. Es. So, hören wir uns gleich mal an. Dylan ist verloren, aber... Genau, das hatten wir. Haben wir 2 ungelesen, okay. Im Fahrstuhl wurde es stockdunkel. Da war irgendetwas. Eine Präsenz. Jesse Faden konnte es hören.
Ein Rufen. Es klang schwach. Es drang aus einem dunklen Ort. Faden war feinfühlig für Visionen. Sie hatte sie ständig. Von ihrem Leitstern und dem alten Direktor. Sie war die perfekte Empfängerin, als wäre sie dafür geschaffen. Faden hielt inne. Sie spürte dieser Kraft nach, die ihre Umwelt veränderte. Ganz subtil. Sie wollte Aktion. Das gefiel Faden nicht. Polaris spürte es auch. Sie verteidigte Jesse nicht so wie damals gegen das Zischen. Sie war also nicht böse. Und die Übertragung nicht feindlich. Sie war stark, kam aber von weit weg. Und die Entfernung schwächte sie. Es war ein Notruf. Faden spürte einen Ertrinkenden, der verzweifelt entkommen wollte. Sie spürte noch etwas. Einen Hunger im Dunkeln. Ähnlich wie die böse Resonanz. Er wartete. Verzweifelte Taten konnten schlimme Konsequenzen haben. Deshalb, nicht wegen der Verzweiflung des Mannes, folgte sie dem Ruf. Das Licht im Fahrstuhl ging wieder an. Die Dunkelheit verblich wie eine Erinnerung. Auf der Steuerkonsole gab es einen neuen Knopf. Untersuchungssektor. Faden drückte ihn. Die Fahrstuhltüren schlossen sich mit gewohnter Lässigkeit. Ah, sieh mal an, okay, das wäre jetzt hier das, der DLC, den ich jetzt noch geholt hatte vor einer Weile. Hallo, Herr Wake. Lange nicht gesehen, mein Guter. Na gut, dann machen wir das doch direkt, ne? Griff nach ihr. Wollte, dass sie handelte. Es war ein Notruf. Faden spürte den Ertrinkenden. Einen Hunger im Dunkeln. Untersuchungssektor. Untersuchungssektor, also. Da sollten wir mal hin. Mhm. Ah, jetzt ist er da. Okay. Schauen wir mal. Na, hallo. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Gut, schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Hallo? Ist jemand da? Wohl nicht. Nee, scheint echt nicht so. Aber gut, es scheint hier zumindest einiges zum Mitnehmen Sieht zu geben. Sieht sehr viel voller aus als der Rest der Behörde. Ja. Dann schauen wir doch mal. Cassie-Anfrage. Mr. Dennis, wir haben vor kurzem eine Anfrage von einem FBI-Agenten erhalten, der alle unsere Akten über Bright Falls, im Besonderen über das Verschwinden des Autors Alan Wake anfordert. Gemäß der Übereinkunft zum Informationsaustausch zwischen Behörden habe ich ein paar Büroängste einen Ordner mit allen im Voraus genehmigten Akten zusammenstellen lassen. Keine Sorge, alle unangemessenen Materialien fehlen oder wurden zensiert. Ich möchte Sie mit diesem Schreiben jedoch wissen lassen, dass diese Anfrage von einem Spezialagenten namens Alex Cassie stammt. Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Alex Cassie ist der Name des fiktionalen Detektivs in diesem düsteren Krimis, die Alan Wake verfasst hat. Ziemlich faszinierend, dass ein FBI-Agent, der genauso heißt wie Wakes berühmtester Charakter, an einem Fall interessiert ist, in dem die Fiktion eines Schriftstellers Wirklichkeit wurde. Das sollten wir uns mal ansehen, oder was meinen Sie dazu? Geben Sie Bescheid, wenn ich den Typen überwachen lassen soll. Sonderermittler Gleason. Okay. Sehr schön. Gut, was haben wir hier noch?
Untersuchung von Darling. Wie von Mr. Kirkland autorisiert, wurde die interne Untersuchung D0485 von der ethischen Praktiken von Forschungsleiter Dr. Caspar Darling begonnen. Trotz der Stellungnahme eines anonymen bezüglich der unmenschlichen Behandlung eines das sich derzeit in der Behörde befindet, sind die offiziellen Ergebnisse nicht beweiskräftig. Während der Untersuchung gab es zahlreiche Hindernisse. Die Mehrheit des Personals im Sektor scheint nicht zu wissen, dass ein solches dort festgehalten wird. Ein bestätigte, dass der Codename von lautet. Alle Akten, die diesen Namen enthalten, waren jedoch unzugänglich, da die höchste Freigabestufe benötigt wird. Aha. Die Ermittler konnten außerdem den Forschungsflügel nicht betreten und das Personal dort nicht befragen. Die Angelegenheit wurde weiterhin durch die Frage verkompliziert, ob nichtmenschliche paranatürliche Entitäten auf humane Weise behandelt werden sollten. Auch wenn diese Untersuchung keine der Anschuldigungen gegen Dr. Darling bestätigen kann, empfehlen wir doch eine Untersuchung der Forschung. Vollständiger Bericht in Akte 982-036. In Ordnung, ja, da haben wir, glaube ich, hier noch einiges mitzunehmen. Vermisste Agenten. Mr. Kirkland, hier ist eine Liste der neuesten Agenten, die nach dem gestrigen Unglück als vermisst gemeldet und für tot gehalten werden. Jonathan Connor, Agent. Ezra Crush, Forscher. Caroline Dempsey, Agentin. Lindsay Malcolm, Agentin. Charles Murray, Agent. Derek Shaw, Agent. Wir benötigen Ihre Unterschrift auf den Kondolenzschreiben, bevor diese an die jeweilige Familien geschickt werden können. Sobald weitere Fälle bestätigt werden, informieren wir Sie umgehend. Auf Ihre Nachfrage hin hat ein Netzwerkingenieur überprüft, für wie viele Fälle digitale Sicherheitskopien vorliegen. Unglücklicherweise war eine große Anzahl an aktiven Untersuchungen noch nicht archiviert worden. Es existierten nur Exemplare auf Papier hinter der Brandschneise. Ich befürchte, dass diese verloren sind. Na, dann hoffen wir doch mal das Beste. Was haben wir hier noch? Da hinten wir auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Burrow-Traktor. Zusätzliches Material. Note, Miscommunication led to a local coroner examining the body of William Burrow. Ich hab da wohl vergessen, was zu übersetzen. William, männlich weiß. Zusammenfassung des Falls. Laut Polizeibericht wurde der 33-jährige Mann tot auf seinem Grundstück aufgefunden. Die Überreste für die gerichtsmedizinische Untersuchung umfassen Blut, Urin, Galle, Mageninhalt und Knochenfragmente. Ergebnis der Autopsie. Verletzungen am Kopf durch stumpfe Gewalteinwirkung. A. Platzwunden am linken Ohr und linker Wange. Verletzungen an Extremitäten durch stumpfe Gewalteinwirkung. Verengung rechtes Knie. Oberrechte Extremität vollständig abgerissen, entsprechende Fraktur des Rumpfwärts gelegen, Oberarm. Das hatten wir doch schon mal, oder? Oder, na gut, die waren, glaube ich, ähnlich. Auf Angriff eines Tiers hin. Ach nee, das waren die, glaube ich, der Angriff von Dylan. So, Federal Bureau of Control. Sehr geehrte Damen und Herren, ich reiche mit großem Zorn und Bedauern meinen Rücktritt als Leiter des Untersuchungssektors im Federal Bureau of Control ein. Diese Handlung erfordert aus Prozess gegen die eklatante Vernachlässigung der meiner Abteilung. Unter diesen Umständen kann mein Personal seine Arbeit nicht fortsetzen. Frühere Anträge und Warnungen sind auf taube Ohren gestoßen und so muss ich nun darauf vertrauen, dass meine Taten lauter sprechen, als es meine Worte je konnten. Ich mache für diese Situation verantwortlich, der mein Ersuchen um Unterstützung bei der Zurückeroberung der Bereiche des Untersuchungssektors, die wir an verloren haben, routinemäßig ignoriert hat.
Ich werde die Schreie tapferer Agenten nie vergessen, die uns anflehten, die Brandschneise zu öffnen. Diese Schande wird uns bis ans Ende meiner Tage auf meinen Schultern lasten. Der hat seine Agenten im Stich gelassen. Das werde ich ihm nie verzeihen. Mit freundlichen Grüßen, William Kirkland. Na gut. Dann haben wir hier tatsächlich noch ein bisschen was mitzunehmen. Da oben ist auch noch was, was ich übersehen... Ne, hier oben war ich noch gar nicht. Da wird es wohl weitergehen. Hier liegt noch was rum. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob das was geworden ist. Kann gut sein, dass halt eben diese Folge auch irgendwie ruckeln oder zittern im Video drin hat. Ich werde sehen. Bis dahin, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.